Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Eine gemütliche Runde in The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Wir sind immer noch am selben Aufnahmetag. Ihr erinnert euch, gestern habe ich angefangen, mache hier nur einen kleinen Cut. Eigentlich geht es an derselben Stelle weiter. Für euch müsste es die Montagsfolge sein. Ein Montag, schon wieder ein Montag, meine Lieben. Würde sagen, wir starten ganz normal durch. Ihr seht schon, das Format ist dasselbe, nur habe ich es am selben Tag produziert. Ne? Wir futtern, eigentlich sogar ein bisschen ein Déjà-vu gerade drin. Wir haben doch erst gefuttert. Es kann natürlich heute auch sein, dass ein bisschen mehr los sein wird noch. Wir müssen mal gucken, weil normalerweise haben wir immer kurze Folgen. Ich logge ja danach auch aus. Und heute bin ich echt am Stück mal wieder drin, seit längerem. Bin mal gespannt, ob das eine Auswirkung hat. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir fabriziert haben. Holen die Hölzer ab, wie wir es gesagt haben. Zumindest weiß ich jetzt, was vor 5 Minuten noch war. Und das ist kein kompletter Tag dazwischen. Ey, geil. Jo, das wird gut. Das wird gut. Da unten die Hölzer will ich fertig bekommen. Da gehen wir jetzt rüber. Neuer Weg, neues Glück. Da müssen wir noch einen Turm hinbasteln. Da hätte ich eigentlich fast Lust drauf, dass wir den Turm machen und da hinten dieses Waldstück dafür benutzen. Bäume weg, mit dem Wagen vorgefahren. Und da müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich muss eh da unten kattern. Ja, dann machen wir das weg. Ist doch wurscht, Leute. Ist doch wurscht. Wir genießen einfach die Zeit, die uns hier bleibt. Das ist echt eine Witzplattform bis jetzt. Die ist echt chokig. Die ist voll mini. Die ist voll mini-wini. Jetzt bin ich immer... Da habe ich was gehört. Ich habe was gehört, Leute. Das hat sich nach einem Amsi-Grunzer angehört. Wäre jetzt aber auch nicht das Problem. Wir haben ja 4 Knochenrüstungen aufgelegt. Aber guck mal, du hast aber von der Orientierung gar nicht so schlecht wie sonst, Alterle. Da drüben, Nameless, musst du einsammeln. Kurz abgestoppt und Wagen beladen. Jawohl, ja. Oh, die reichen, glaube ich, komplett unten. Dann kriegen wir die Fallen fertig. Dann machen wir drüben die andere Wall dicht. Weißt du, so Stück für Stück ein bisschen was Neues dazu bauen und ein ganz kleines bisschen... Ihr hört es auch, ne? Oder hat es blaue Bären? Die will ich jetzt aber noch haben. Nameless, hol mal deinen Bärenbeutel raus. Nimm die mal mit. Nein, nicht die... Nameless. Ich weiß, man muss... Nameless? Sorry, Leute. Das ist für ihn nix. Das ist für ihn nix. Hier so viel... Ja, sammel. Sammel die blauen... Nameless, ich zieh da jetzt gleich irgendwas über den Schädel, Alter. So. Waren das alle? Da ist noch ein Bärenbusch. Der ist leer gepflückt. Hier ist nochmal... Bären, 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 Bären musst du pflücken. So war das jetzt alles an Holz. Guck nochmal hier ganz grob rum. Dum, 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 dum. Ich habe gerade einen Quietschen gehört. Wir könnten auch den Wagen runterschubsen. Aber dann haben wir noch mehr Wegen in einem Bereich, in dem wir sie nicht mehr rauskriegen. Blödsinn, ne? Flutz mal vor. Flutzen wir vor. Ich orientiere mich ganz kurz, wo ich sie runterschmeiße. Ich denke aber fast hier, ne? So, kurz abgestoppt. Wo sind jetzt diese Fallen, die ich fertig bauen will? Die sind eigentlich hier. Das heißt, wir können es hier runterschmeißen. Zieh mal den Wagen noch ein bisschen zurück, aber nicht so, dass ich runterfliege. Oder du. Stopp, das muss reichen. Lieber lauf mal. Lieber lauf mal, Alterle. Jo, da haue ich es jetzt einfach runter hier. Schwuppdiwupp. Seilrutsche weiß ich noch nicht, weil man die bauen kommt aber noch, ne? Nicht Seilrutsche. Baumstammtreppe. Steile Baumstammtreppe, haben wir gesagt. So, dennoch runter. Dann lass mal hier oben die Baustelle erstmal offen. Packt ihr das, ihr zwei? Kommt du auch noch? Yay. Sind die jetzt rausgeflogen? Sind die außerhalb der Base oder innerhalb der Base? Ich muss gucken. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Du musst aber eher erst Holecuttern. Also runter mit dir, mein Freund. Wir sind voll schnell unterwegs mittlerweile. Es wird langsam. So, dann haben wir die Geschichte hier. Die Fallen, die ich fertig bauen wollte, waren aber doch... Ich hab's in die falsche Richtung geschmissen. Glaubt man das? Er ist aber wurscht, dann laufen wir jetzt die paar Meter. Hier waren auf jeden Fall 8 Stück noch, die ran müssen. Der war fertig, sehr schön. Weil dann haben wir nämlich auch nicht so viele Sachen offen, wenn man mal ein bisschen was fertig macht immer, ne? Wie waren das hier? Nee, der Wagen ist leer, ne? Der ist ein guter. Ja komm, dann sammle hier das Zeugs kurz ein. Stopp. Ist das eine Hin- und Her-Geschichte da mit unseren Sachen? Ne, Leute, da ist irgendwas noch im Wagen drin, denke ich mal. Räum das mal weg. Jetzt ist er wieder frei. Jetzt kannst du wieder mit Baumstämmen arbeiten hier. Ich habe da war wahrscheinlich noch ein Rümpfle drin vom vorletzten Mal oder so. Den hauen wir auch noch hier rein. Dann ist das fertig. Hier ist soweit gut. Sind alle Hölzer weg. Ich kriege gerade einen Dreher. Wir gucken mal kurz raus hier, ob welche rausgeflogen sind. Nee. Schön, der kleine Geheimgang da hinten, der gefällt mir auch richtig gut. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche reingekommen. Neuer Start. Bei mir ist es jetzt gerade super interessant, weil ich weiß noch nicht, ob ich gut reingekommen bin. Ne? Ich bin zwar da, ich hoffe auch, dass ich noch wirklich da bin, im Real Life so. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wie mein Tag gestartet ist. Ist der Hammer, oder?
Es ist der Hammer. Wir sind hier voll in den verschiedenen Welten und Zeiten unterwegs. Eigentlich nur Zeit. Nemi, mach langsam einfach. Du hast doch Zeit, ne? Oh, wir kriegen es nicht fertig. Da fehlen jetzt noch zwei Stück da hinten, glaube ich. Die hole ich jetzt aber, sonst vergesse ich's. Die holen wir jetzt draußen irgendwo. Guck mal, hier kannst du noch durchlaufen. Jawohl, ja. Dann gehen wir hier durch die Tür. Ich muss ja den Weg auch kennenlernen. Die ist irgendwie aufgeklappt hier, ne? Den kann man die kurz spannen. Und? Ja. Jessle. Jessle. Wie viel brauchen wir? Zwei Stück, haben wir gesagt, ne? Ah, guck mal, hier komme ich jetzt auch nicht mehr durch, wenn ich sie nicht spanne. Müssen wir halt jetzt in Zukunft immer drauf achten. Und dann kannst du hier vorbeischleichen. Hier kann niemand durch. Alles gut. Hol deine Axt. Einfach einen schön wegschlagen. Ja, einfach irgendeinen ist wurscht. Aber nicht direkt in die Basis. Hau den hier rein in den Wald. So, Leute. Dann müssen wir eigentlich wäre mir es jetzt fast am liebsten, wenn wir noch den Turm links außen. Da kommen sie gerade. Aber weißt du, was jetzt cool wird? Ich schnapp mir die zwei Bäume und dann laufe ich unseren Geheimweg zum Tor. Habe ich einen erwischt zufällig? Nee. Hey, wo kommen denn die Bäume her? Ah, oh, das ist der Nameless, der alte Sack. Hier gehen wir durch. Und die kommen uns ja jetzt hinterher. Oh. Haben wir es ja ausgelöst, weil einer drunter war? Oder war ich das? Ist eigentlich wurscht, ne? So langsam, dass du hier nichts einreißt. Wo war denn jetzt die Falle, die noch nicht fertig war? Da. Die hier, ne? Ja. Und? Parenga, Leute. Passt, ne? Jetzt können wir natürlich, weil wir schon lange nicht mehr gemacht haben, auch ein bisschen schießen. Kommst du hier nochmal durch wieder? Oder ist das jetzt auf? Aber hier klappt's. Wunderbar. Und hier wollen wir hoch. Das ging aber nicht. Ah, scheiße. Da müssen wir nochmal. Wir gucken mal eben, ob ich hier nicht noch ein Seil hinbekomme. Weil das ging früher. Da ist man durchgeglitscht. Jetzt will ich mal gucken, ob das heute noch so ist. Es wäre schade, wenn wir den Turm nicht mehr benutzen können. Jetzt ist draußen eine Falle ausgelöst. Du darfst nicht zu weit raus hier. Nee, Leute, das snappt jetzt nicht mehr. Okay, dann ist dieser Weg halt jetzt für immer versperrt. Kommen wir nicht drum rum, leider. Ja, ihr braucht nicht schreien, ich komme gleich. Ich kenne ja noch einen anderen Weg. Ja, komm, dann machen wir mal ein paar weg, dann wird es wieder ruhiger. Lumlilum. Ja, Wunderbärle. Ah, es ist sehr entspannend. Es ist sehr entspannend. Jetzt gucken wir mal, was noch lebt. Da müssen wir auch noch einen Außenturm setzen, eigentlich hier, ne? Nee, den haben wir doch gesetzt. Nameless. Den haben wir doch gesetzt. Wir können jetzt zum Kämpfen. Ist wieder alles tot. Ne, einer lebt noch. Und der macht uns hier gerade richtig böse Ärger. Jetzt gehen wir hier raus. Wir müssen das ja auch mal benutzen. Ist super, oder? Guck dir das an. Jetzt kämpfen wir außen und die sind innen drin. Ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache, gell? So, hier. Nein, daneben. Nameless. Brauchen wir wieder ein paar gute Pfeile, glaube ich. Der ist abgeprallt. Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr in der Ansicht hier. Hast du keine Pfeile mehr? Boah, Nameless. Ich habe ihn leer gepfeilt. Leute, wir haben keine Pfeile mehr. Wir haben keine Pfeile mehr. Ich dachte gerade, dann sind sie doch weg. Müssen wir neue Pfeile holen. Dann machen wir das jetzt geschwind. So haben wir früher gekämpft. Okay, das Spiel wusste noch nicht genau, dass es ihn töten wird. Es hat sich noch überlegt. Will ich dem Voucher mit der Zwille da oben einen Gefallen tun? Ja, nein. Guck mal. Irgendwas lebt noch. Ey, das ist eigentlich, ist es ja geil, ne? Wir brauchen hier wirklich, wir brauchen keine Pfeile. Oh, das war knapp. Hier ist noch einer. Treffer. Treffer mit der Zwille. So, aber es bringt natürlich nichts, ne? Wie viel Steine braucht man wohl, um einen Blatt zu machen? Ach, da draußen ist auch noch. Kriege ich die, wenn ich sie so? Nee, zu wenig Schwung. Zu wenig Schwung. Leute, wir müssen Pfeile holen. Ja doch, ich treffe die schon. Ich habe überlegt, wenn ich einen Kopf. Siehst du, das meine ich halt. Da ist sogar der Stick weggeflogen. Wir brauchen keine Waffen, Leute. Wir müssen einfach nur hier hin und her laufen. Die werden schon irgendwann in eine Falle reinlaufen, ne? So. Dann werden wir jetzt mal was für unsere geistige Gesinnung tun, denke ich mal. Oder sammeln wir sie ein oder holen mal Pfeile. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich fühle mich ohne Pfeile richtig nackt, ne? Oh, auf die Ferse. Auf die Fersen. Auf dem Fußzeh? Ne, du bist zu weit weg. Ich glaube, mit der Zwille kriegst du die hier nicht. Doch! Doch! Und bumm! Siehst du, das meine ich. Dafür brauchen wir halt 10 Sticks jetzt. Komm, wir holen schön Pfeile drüben. Sonst haben wir nichts. Wenn wir gar nichts haben, ist auch scheiße. Denk aber dran, hier nicht einfach zurückzulaufen. Genau. Du musst hier tatsächlich den Weg gehen, den die Krieger gehen. Und da kannst du immer gleich wieder aufspannen. Ist halt so.
Ja, die Konstruktion passt, oder? Also ich meine, die kommen immer noch irgendwo rein. Da habe ich jetzt auch noch nicht danach geschaut. Aber das ist alles nur so halb so wild. Guck mal, hier haben wir immer gleich Sticks zum Nachladen. Nimm den auch noch mit. Jawohl, das reicht, dass wir durchkommen. Ist halt ein bisschen, ja, es ist ein bisschen verbaut, aber das macht nichts. Es ist ja auch nicht so, dass wir im Vorfeld einen Plan hatten, sondern das einfach sich so entwickelt hat, ne? Und das dafür. Bin ich jetzt erschrocken? Bin ich jetzt erschrocken? Hat's der erwischt? Ey, sag mal, das ging doch die ganze Zeit immer. Oh, da stimmt was nicht. Entweder hat sich das verrutscht. Ich bin nicht zu dicht genug dran gelaufen, ne? Okay. Du musst ganz dicht laufen. Leg die einfach mal hier hin, geschwind. Dass wir sie mal zusammen haben. Ohne, dass wir wirklich viel gekämpft haben, Leute, haben wir jetzt um die 5. Ja, das Thema ist durch, glaube ich. Also da brauchen wir uns. Gott hat der dreckige Sohle hier. Guck mal hier, Alterle. Guck mal hier. Hat's keinen Schuh geben zu Weihnachten, wahrscheinlich. So, wir brauchen wieder Sticks. Kein Problem. Ich spanne die jetzt gleich auf, weil dadurch erledigt sich die Situation von einem kleinen Angriff schnell und wir kriegen tatsächlich Zeit, was zu bauen, ne? Das Aufspannen der Fallen dauert natürlich ein bisschen länger. Aber da gibt es Schlimmeres. Oh, da liegt A1 und die ist hier. Da liegt A1 und die ist hier. Nächste Sticks. Moment, die muss ich hier spannen. Ich komme ihn da am besten hin. Alterle. Jetzt hast du die Rüstung gerade runtergebollert. Ja, das ist. Da bin ich zu grobmotorisch, Leute, für sowas hier. Dass das hier immer so läuft, wie soll. Habt ihr ja schon gemerkt, wahrscheinlich, ne? Aber egal, da gibt's Schlimmeres. Kann ich noch ein Stück näher hin? Ich will die da rausholen. Perfekt. Perfekt. So, die flatsche ich jetzt hier mal mit drauf. Die bleiben ja eine Weile hier erhalten. Dann gehen wir jetzt Ding holen, Leute. Ganz klarer Fall. Oh ja, das sollten wir auch machen. Schädel. Schädel. Wir wollten ja die Lampen noch fertig basteln. Ist hier noch irgendwas, was ich wissen muss? Nö. Ja, dann zünde ich die nachher an. Dann machen wir Knochen. Jetzt holen wir erstmal Pfeile. Komm, gehen wir ein bisschen weg von unserer Baustelle, holen Pfeile und dann orientieren wir uns neu. Und morgen, guck mal, die sind alle nicht aufgespannt, die Fallen. Aber so weit kommen sie ja schon die längste Zeit nicht mehr hier runter, ne? So, komm, Alterle. Ein Mutant wäre jetzt cool. Ich hätte mal wieder Bock, eine Mutantenrüstung anzulegen. Hier sind doch ab und zu welche. Wir gucken mal. Aber ich habe ja keine Pfeile. Hier sind doch schon ab und zu welche rumgestaxt. Hier haben wir auch unseren Armsi getötet, ne? Unseren Freiland-Armsi. Nö, hier ist nichts. Im Moment jedenfalls. Aber vielleicht habe ich es auch wieder übersehen. Es steht ja oft genug in den Kommentaren drin, dass ich neben denen stehe und nicht bemerke, dass sie da sind, ne? Lass mich kurz orientieren. Blam, blam, blam. Da hinten am Eck. Da müssen wir dann da rum. Dann gehen wir hier lang. Es ist ein wunderschöner Tag zum Spaß haben. Oh, was wir auch gleich machen, wenn wir schon hier unterwegs sind, Leute. Wir werden gleich Blumen mitnehmen. Wird es gerade dunkel? Zeitlich könnte es hinkommen. Dann würde ich fast sagen, ich baue dir nochmal einen Energiemix. Ich habe leider nicht alle Blumen, Alterle. Tut mir leid. Da musst kurz so durch. Oder du isst ein paar Blaubeers. Sodele. Sodele. Na na ni, na 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 na. Also Pfeile holen oben von den modernen. Dann werden wir uns auch ein paar Brandpfeile basteln, würde ich sagen. Oder Giftpfeile. Vielleicht machen ja Giftpfeile mehr Sinn. Dann haben wir die Geschichte. Dann hole ich jetzt gleich noch ein paar Blumen, solange es hell ist. Insofern es hell bleibt, bis wir drüben sind. Schwupp. Und dann machen wir uns hell, wenn es möglich ist. Es ist ein trüber Tag einfach nur. Wir haben ja eigentlich erst hell gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt schwimmen wir mal hier rüber. Lali. Lali, 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 lala. Was haben wir jetzt heute? Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich würde sagen, spätestens Donnerstag gehen wir on Tour. Machen wir mal wieder so einen Zwei-Tage-Trip, oder? Holen wir uns die Machete. Und dass wir auch mal im Sinkhole waren, einen Helikopter entdeckt haben und so ein bisschen was von der To-Do-Liste abgestrichen ist. Jetzt pass auf, ich muss dich kurz ein bisschen aufladen, weil hier sind immer auch Feinde und du willst ja entkommen, wenn was ist, ne? Ey, durchs Fallenrennen habe ich mir zwei Rüstungen runtergebollert. Ist halt auch mal so Geschichte mit dir, Nemi. Was hast du gesagt, wenn Koffer auf sind? Ne, das geht nicht. Das war bestimmt mal in der Early Access ein Bug, dass man die zuschlagen konnte und wieder auf. Es war sogar zu einer Zeit, in der ich noch nicht gezockt habe, wahrscheinlich, weil ich habe das noch nie erlebt. Okay, die brauchst du auf jeden Fall. Und dann auf dem Rückweg drüben gehen wir auf der linken Seite zurück. Da hat es dann die anderen Pflanzen. Dann können wir Energiemixe basteln. Die nehmen wir noch mit, die nehmen wir noch mit. Da ist auch noch eine. Sag mal, waren hier nicht auch in den Zelten irgendwelche Loot-Sachen? Sollen wir mal kurz gucken, ob es da was gibt für uns? Hallöle, 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 die Popöle. Hallöle, Hallöle, Hallöle. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts außer der Höhleneingang. Und ich weiß aber nicht mehr, was es in dieser Höhle gab.
Feuer müssen wir auch mal wieder besorgen. Also Alkohol für die Sprengfallen. Ja, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Ich will immer alles gleichzeitig machen am liebsten und dann merke ich, dass ich nicht mal für eins richtig die Zeit habe hier drin, weißt du? So, guck mal, wie viele Pfeile sind es wohl insgesamt? 10, 15, 20. So viele sind es. Das sind immer nur 20 Pfeile, Alterle. Ist hier nicht noch irgendwo ein Koffer, wo man, sag ich mal, noch ein paar rauskriegen würde? Nee. Ist nicht in allen was drin, ne? Nee, leider nicht. Schmeiß die nicht runter, du brauchst die noch. Normal geht's hier keine 5 Minuten, da hast du die im Arsch. Guck mal hier noch rum, ob da noch was ist, dass wir einmal richtig geguckt haben. Nein. Okay, so ist es halt. Jetzt holen wir noch die anderen Blumen für Energiemixer. Dann gehen wir zurück, Leute, und bauen noch ein bisschen weiter. Wir haben noch Zeit. Wir haben nur Zeit. Dann müssen wir noch nicht Schluss machen. Was haben wir jetzt heute? Dienstag, Montag. Ich frage gar nicht mehr. Ich komme wirklich durcheinander jetzt. Aber ich muss es momentan so machen mit den Aufnahmen. Dafür haben wir Aufnahmen. Ich meine, das ist ja auch nicht zu verachten. Willst du gleich Fisch mitnehmen? Kannst du drüben nachhängen? Ich finde, Leute, persönlich, Fisch ist eine Möglichkeit, schnell an Futter zu kommen, ungefährlich. Und das Ding ist vollgehängt, ne? Allerdings ist der See etwas weit weg. Könnte ruhig ein bisschen näher sein. Okay, schön absuchen. Boah, es ist so schattig hier. Es ist so schattig hier, in diesem Revier. Wir brauchen Fisch. Misch dich ein. Singt das so ein Rotz, Alter? Ich sehe gerade überhaupt keine Fische. Und was mir auch aufgefallen ist, da ist einer. In dem Dorf, in dem wir jetzt links von uns, da ist halt die längste Zeit irgendwie niemand, ne? Ey, Alter. Von wegen eine schnelle Möglichkeit. Doch, jetzt habe ich mal zwei am Stück. Hier. Es gab mal eine Staffel, da haben sie hier immer gebetet auf der Wiese. Was ist denn das? Nur ein Blatt. Ich dachte ein Frosch. Weil die Frösche hört man ja, ne? Aber man sieht sie nie. Hier ist bestimmt irgendwo noch ein Fischle drin. Zwei Stück habe ich und drei kann ich doch. Da ist ein blauer. Nehmen wir. Den nehmen wir auch noch mit, wenn wir ihn kriegen. Du kannst nicht mehr tragen. Alles klar, dann nehmen wir das hier noch mit. Schädel, genau. Komm, wir sammeln gleich ein paar Schädel ein für die Lampen, die drüben noch offen sind. Hier sind die Blumen, die ich wollte. Eine, zwei und drei. Die nehmen wir alle mit. Oh, Bären, nehmen es. Bären, die können dir ab und zu mal einen Arsch retten. Seht ihr, das ist das, das liebe ich eigentlich an Spielen, dass ich von einem ins andere komme. Und ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, was wir machen wollten, bevor wir los sind. Das vergesse ich einfach. Ich dränge das dann einfach aus dem Kopf raus. Das war da, war schön. Viel Spaß mit dem Gedanke und tschüss, ne? So, sind wir voll mit den Blumen, das ist gut. Hier sind noch Beeren und du brauchst ja auch Gift. Blumen brauchst du ja nicht pflücken, die haben wir schon. Moment mal, hier ist alles voll mit Beeren, aber die haben wir offensichtlich auch schon hier. Welche sind das? Heckenkirschen, die brauchen wir ja für Giftpfeile, ne? Da war noch ein Aloe Vera rumgelegen. Perfekt. Hier, die kannst du mitnehmen. Das sind auch Gift. Du isst die gerade, Alter. Du isst die gerade. Dann hol dir mal ein paar Blaubeeren zurück. Leute. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt 20 moderne Pfeile. Wir machen uns jetzt noch 20 Giftpfeile, würde ich sagen. Thema ist durch. Zwei, drei Energiemixer hergestellt. Dann sind wir wieder ready für die nächsten Folgen. Und dann bauen wir noch ein ganz kleines bisschen weiter. Ich würde gerne den Turm noch anzeichnen. Da ist auch ein Stick, den nimmst du auch noch mit hier. Jawohl. So, nameless. Jetzt komm, jetzt ess dich noch kurz mit den Beeren voll. Dann brauchen wir jetzt keinen Hase oder irgendwas. Drüben haben wir noch Essen. Ich würde sagen, die Fischration hängen wir mal hier rein. Einmal, zweimal, dreimal. Den nehmen wir mit, den brauchen wir bestimmt gleich. Was brauche ich denn jetzt noch? Pfeile wollte ich machen. Pass auf. Also. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Federn. Was war denn noch? Ich hab's vergessen. Nichts mehr. Und jetzt. Ach, ich habe keinen Alkohol mehr. Aber ich habe Beeren. Moment mal. Das sagt mir vergifteter Speer. Einfach vier Beeren, ne? Eins, zwei, drei, vier. Also, dann haben wir schon die ersten fünf. Zack, geht's weiter. Parenga und die nächsten fünf. Ich habe nur noch zwei. Heckenkirsche haben wir 30. Dann nehmen wir die. Wieder vergiftete, also haben wir jetzt praktisch nur vergiftete Pfeile und moderne Pfeile, ne? Muss man so ein bisschen merken. Keine Brandpfeile momentan zwischendrin, weil wir nicht genug Material haben. 15 und nochmal 5er Päckle. Parenga und K. Nicht mit Brombeeren, das wirst du wahrscheinlich niemand vergiften, Alterle. Komm, wir machen uns noch einen Fünfer. Haben wir uns verdient. Dididididim. Immer schön aus Heckenkirschen. Ah, komm, wir machen uns noch einen Fünfer, Leute.
Weißt du, so ist es einfacher, dann kann ich mir auch merken, was wir gemacht haben. Nein, das ist zu früh. Das war zu früh. Jetzt hast es gewollt, aber irgendwie nicht geschafft. Paareng, der Bogen wieder weg. Eine Federn drauf. Und die letzten Heckenkirschen. Alles klar. Jetzt haben wir auf jeden Fall Pfeile. Es ist aber gleich wieder Nacht. Ich guck mal, können wir pennen? Sehr schön. Naja, die Routine kommt halt, ne, mit der Zeit. Die kriege ich jetzt auch nicht mehr weg. Ich muss aber dazu sagen, es war halt immer schön, die Spiele das erste Mal zu zocken. Wenn dann alles noch neu ist. Das hat mir immer am meisten gefallen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir wieder einen Titel haben in die Richtung, ne? Oh, guck mal, du hast die ganzen Beine schon quetschbar und so. Hammer. Wo haben wir denn zuletzt Lampen angezeichnet? Draußen, glaube ich, ne? Gehen wir kurz raus. Dann machen wir das fertig. Dann warten wir noch kurz, bis wir schlafen können. Und dann ziehen wir noch ein paar Holzblöcke oder so. Ja, jetzt hier schön rüber. Genau. Dann hier. Jetzt habe ich schon gedacht, ich glitsch. Stopp. Hier kannst du raus und dann hoch an die Lampen. Langsam. Hier sind Auslöser überall. Okay. Dann haben wir hier schon mal hell. Wunderbärle. Und wir haben nur einen Schädel gesammelt. Das ist ja irgendwie mies. Aber gut. So ist es halt. Sollen wir die wieder aufspannen? Macht ja eigentlich Sinn, ne? Ja, dann haben wir echt Zeit. Wir kriegen jetzt Zeit zum Bauen, weil die halt ständig kommen und ständig in der Falle rumhängen. So, ich guck mal, ob wir schon pennen können. Wenn nicht, kämpfen wir noch ein bisschen. Wir haben ja wieder Pfeile. Gott, ist das eine Rennerei. Ich komme bald selber nicht mehr mit. Wahnsinn. Wow, ist die Zeit jetzt verflogen, Leute. Ich habe gedacht, wir haben noch eine halbe Stunde fast. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Natürlich könnten wir auch länger machen. Achso, du wolltest gucken. Junge, Junge. Bisschen müssen wir noch ausharren. Ich würde mal sagen, wir gucken geschwind in den Lüften nach Arbeit. Das gefällt mir. Gott, das gefällt mir. Mach mal der Ding raus hier. Jawohl. Wo ist der Schreihals? Da unten ist er bestimmt tot. Ja, ist jetzt alles halb so wild. Ich laufe mal hier rüber. Dann hier nochmal runtergeschaut. Wir müssen es echt noch ein bisschen ausleuchten. Man sieht halt echt nicht viel da unten. Das passt. Jetzt ist die Frage, Leute. Ich würde sagen, da fangen wir vielleicht sogar schon an jetzt die Tage. Ich will noch einen Turm nach da hinten, außerhalb des Geländes, Brücke rüber und dann da hoch zur Seilbahn noch eine Brücke. Die ist geil steil geworden hier, die Geschichte. Wer hat den Wagen umgeschmissen? Alles klar. So, komm, wir gucken. Jetzt müssen wir eigentlich schlafen können. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir können zumindest. Wow. Ja, ich könnte ja einen Zaun hinbauen. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt besprochen. Guck, wir machen hier auch mal ein bisschen fertig, wenn ich schon mal gerade hier bin. Einfach so ein bisschen. Das sind jetzt halt gerade ruhige Folgen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum keine Mutanten mehr nachkommen. Ich dachte eigentlich, dass die uns jetzt irgendwann überrennen werden, weißt du? Und jetzt bin ich ja am Stück online durch die Doppelfolge. Ich hätte echt schwören können, heute geht hier der Bär. Aber es ist meistens so, wenn ich es nicht brauchen kann. Vielleicht sollten wir in der nächsten Runde damit einsteigen, Leute, dass ich keinen Mutantenbesuch haben will. Dann wird's laufen. Ja, guck mal, das sind gar nicht mehr so viele Steine. Das kriegen wir jetzt auch noch irgendwann fertig. Machen wir hier noch zu. Wieder ein Stück geschafft. Also von der doppelten Mauer halte ich jetzt hier natürlich nicht mehr viel. Das war ja das eigentliche. Auch hier müssen wir auch noch irgendwann zumachen, Leute. Liegt da ein Holz rum? Ah, da ist ein Wagen. Okay. Die können wir auch wieder aufspannen. Jetzt überlege ich gerade, lohnt sich das noch hell zu machen? Ja, schon, oder? Wir gucken kurz. Ich will zumindest mal mit euch jetzt noch durchgehen, wo wir das nächste Mal weiter basteln. Hier der Eingang. Das ist alles so schön gemütlich bei uns. Lumlilum, lumlilum. Jetzt kommen sie, ne? Jetzt, wo ich schlafen will. Das ist normal. Das ist mir aber jetzt egal. Ich würde gern wissen, wo die nachproduzieren. Das kann ja nicht sein, dass da immer unendlich viele sind. So, machen wir uns noch einmal hell. Nehmen wir uns noch 5 bis 10 Minuten in die Hand und spielen einfach noch ein bisschen. Haben wir uns auch mal verdient, ne? Hast du Fisch drüben aufgehängt, nämlich? Ich erinnere mich nicht. Ja, glaube, gell? Okay, die ist kalt. Wärme dich auf. Jetzt ist es weg. Wir brauchen noch 2 Schädel für die Lampen und insgesamt knapp 59 Steine für die Mauer da hinten. Dann hätten wir das fertig. Jetzt pass auf, wir laufen mal durchs Gebietle. Ja, langsam. Nicht in deine Babyspikes reinhopfen. Wobei, die machen keinen Schaden an uns. Dann gehen wir hier durch. Hol gleich mal die Sticks hier weg. Es ist echt ein schönes Eckle, was Sticks angeht. Oh, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Stick me back. Dü-dü-düm-düm. Stick me back. Die. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe was gesehen da hinten. Ich dachte gerade, mittendrin wieder aufgehört zu singen. Hier, das wollte ich doch noch fertig machen. Das machen wir jetzt noch, Leute. Zumindest ein Teil davon. Cutter raus. Die Yvonne, holen wir mal die Yvonne raus hier, ne? Wo haben wir den Hole Cutter? Hier ist er. Lumlilum. Okay. Und das haben wir so angezeichnet vorhin. Flupp. Dann ist das Thema nämlich durch.
Hier sind auch noch Mauern. War das die einzige? Ne, hier ist noch eine. Die muss auch noch weg. Die muss jetzt auch noch weg und dann haben wir's. Nur hier oben. Flap. Okay, was jetzt natürlich klar ist, ich mache hier wieder unsere Lieblingsfallen rein. Ich nenne es immer unsere Lieblingsfallen jetzt. Ich habe mich voll an die gewöhnt. Die sind billig zu bauen, sie sind effektiv und sie kosten genau dasselbe Material zum Wiederaufspannen, ne? Also das war auf jeden Fall ein guter Hinweis, die zu probieren. Das kann ich nur immer wieder dazu sagen. An was liegt es denn hier, dass ich die jetzt nicht da reinsetzen kann? Doch, ich muss einfach nur gut abmessen. Eine kriegen wir rein und bestimmt noch eine zweite. Nehmen das, wenn wir uns anstrengen. Okay. Warum nicht? Doch, da war's. Das reicht mir doch. Hier können wir dann natürlich mit einem Mäuerle zumachen. Das werden wir auch tun. Sechs Hölzer brauchen wir schon mal für die zwei. Damit fangen wir jetzt auch an. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen was zu, was wir noch offen haben. Lieber Baum, kriegen wir den gefällt? Nee. Gut. Gut, ist in Ordnung. Du darfst überleben. Du wirst die komplette Staffel überleben. Beziehungsweise, ich habe ja Dynamit. Der ist da im Bug. Der, im Bug sage ich schon, der ist in Felsen reingebackt, ne? Den nehmen wir. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, Leute, so ist es. Wir gruscheln praktisch die Reste fertig. Wir bauen neue Sachen oben auf. Ich würde echt sagen, ja, wir gucken mal. Vielleicht gehen wir sogar morgen schon los. Kleiner Ausflug wäre mal wieder nicht schlecht. Bisschen Alkohol ranschaffen. Neues Tool holen. Dann machen wir wieder weiter mit Bauen. Dann holen wir das nächste Tool und dann haben wir, glaube ich, auch alles. Und dann müssen wir tatsächlich zum Boss, wenn wir was erleben wollen. Außerhalb der Basis. Was wir ja dann auch tun werden, ne? Kommen halt ein paar Folgen zusammen jetzt. Die längste Staffel war um die 130 Folgen, glaube ich. Die kürzeste war bei 30 oder so. Dann sind wir mittendrin. Das ist gut. Das ist hier Diegen. Jetzt habe ich voll Bock, das andere auch noch gleich fertig zu machen. Dann wäre es erledigt. Dann könnte ich es aus dem Kopf streichen. Komm, das machen wir eben, Leute. Weißt du, das andere Loch noch zu, dann ist es durch. Die ist fertig. Die ist fertig. Und jetzt hätte ich auch noch so Bock, die Steine. Jetzt habe ich gerade einen Steinbock. Geil, ich habe einen Steinbock. Lass uns mal noch kurz die Mauer da links und rechts ein bisschen anzeichnen. Nemi. Dann ist es erledigt. Aber nimm die Steine auch mit. Merkt man eigentlich, dass ich die Maus umgestellt habe? Ruckelt es nicht mehr so, oder? So ein bisschen weicher läuft die jetzt. Ich habe das tatsächlich ja angewendet, aber ich habe immer noch das Gefühl, das geht zu schnell. Hier würde ich gerne. Das war natürlich jetzt die falsche. Hier wollte ich eigentlich. Egal. Weiter geht's. Fallen sind wichtiger, dass halt hier zu ist. Dreh sie mal rum. So. Ja. So. Ja, so ist super. So ist es super. Haben wir dann alles hier? Wieso ist denn das Loch kleiner wie das andere? Leute, das ist doch super, oder? Thema erledigt. Sie können eigentlich hier nicht mehr rein. Ich glaube, die Seite ist echt besser aufgebaut wie drüben. Wir brauchen jetzt nur noch mal drei Hölzer. Zwei, glaube ich, liegen noch rum oder eins? Eins. Und eins war drin. Da muss ich trotzdem einen Baum schlagen, passt. Jetzt nervt mich natürlich der Baum. Wir müssen eh wieder Dynamit holen. Machen wir morgen einen Ausflug, würde ich sagen. Aber wenn wir in die Dings gehen, wenn wir die Machete holen, das ist schon, glaube ich, ein Trip vor dem Herrn. Guck mal, wenn ich das hier ganz nah hinlege. Mal gucken, ob der Baum umfliegt. Da liegt auch noch ein Stamm, den habe ich nicht gesehen. Jo, wir haben ihn. Alter, er schreckt mich noch eine Weile so. Das war die Rache des Baums, ne? Da bin ich. Bäm, bäm! So ungefähr hat sich's jetzt gerade angefühlt. Okay, ich drehe schon wieder durch. So, das ist erledigt. Komm, wir sammeln nochmal 10 Steine. 10 Steine für die kleine Wall, damit wir auch diese Lücke irgendwann geschlossen kriegen, dass mal links die Anzeige weg ist komplett. Ich bin gespannt. Leute, bei mir zum Boss aufbrechen, bis wir hier fertig sind. Es sind hier keine Bäume mehr, ne? Wir haben den kompletten Wald hier, Colts. Dann hauen wir den Recrow-Modus rein. Erstmal mal Lichter fest, ne? Machen wir immer. Bevor es zum Boss geht, Lichter fest. Das Hausboot natürlich herrichten, dass wir alles dabei haben. Und dann würde ich den Recrow-Mode anschmeißen. Und dann kann das Zeug hier nachwachsen. Pass auf, da drüben, das löst sonst aus, ne? Ja, einfach hier nur die Seite so ein bisschen. Es muss nicht fertig sein, dass es nach was aussieht. Stopp. Hier brauche ich jetzt nochmal Steine, die hole ich. Und dann machen wir Schluss für heute. Also morgen, ich muss mal gucken. Ich kündige immer so gern an, ne? Ich würde gerne eine kleine Tour machen, aber ich würde auch gerne weiter basteln. Die Körperwelten, die werden ja nicht so groß, aber ein paar Folgen verschlingt es trotzdem, ne? Bis wir da oben die Plattform fertig haben, die kleine Tribüne. Dann müssen wir die Körper noch aufstellen. Ein kleines. Wo kommt der Stamm her? Ein kleines Ding würde ich noch hinbauen, einen Rüstungsständer. Ist schon wieder fast zu schade, dass ich die Stämme hier vergammeln lasse jetzt, ne? Hier ist noch ein Stein, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ne, können wir nicht. Okay. Jetzt pass auf. Langsam, Alter. Okay, das Stück ist fertig.
Jetzt machen wir da drüben noch ein bisschen fertig, bis es Kling macht und dann ist das Thema durch. Wo sind die jetzt? Ich höre doch schon wieder einen. Was ist denn das hier wieder für ein sediler Moment? Wo kämpft denn der bitte? Ich höre die halt, als wären sie schon direkt hier an der Mauer gewesen. Ich sehe aber keinen, ne? Ah, da außerhalb. Ist ein blauer, ne? Komm, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Warum? Weil wir es können. Schon lange kein Mutant mehr gesehen, Leute. Wird's echt Zeit, oder? Ein bisschen fehlen sie einem dann plötzlich. Okay. Dann haben wir tatsächlich den Umbau dieser Wall geschafft. Da fehlen jetzt noch insgesamt... Ja, 18 Steine, Leute. Die machen wir mit der nächsten Folge. Dann ist hier zu. Da hinten haben wir noch eine Lücke, die irgendwann dicht gemacht werden muss. Die Laufwege passen. Da fehlt noch ein Türmchen und eine Brücke nach oben zur Seilbahn. Dann ist das Thema erledigt. Hier ist alles gut, ne? Leute, die kommen auch nicht mehr so leicht rein wie früher, ne? Guck mal, da hinten steht er. Ich habe natürlich wieder neue Pfeile. Hauen wir ihm mal einen Giftpfeil rein. Treffer war's. Glaube ich. Der ist alleine runtergekommen von der Stadt. Probier mal. Treffe ich den nicht? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt aber. Jetzt habe ich normalerweise ein gutes Ziel. Ein gutes Ziel auf den Sidil. Da oben fehlt auch noch Material, sehe ich gerade. Nee, ich verfehle die ganze Zeit. Jetzt habe ich ihn mal getroffen, aber nicht auf den Kopf. Ja, versteck dich doch nicht in der Falle, Digga. Ist er gestorben? Oh. Ist er gestorben? Bababam. Der ist tot, ne? Also, meine Lieben. Lasst uns einen Ausflug machen morgen. Ich gucke mal, dass wir einigermaßen vorbereitet sind, dass wir ein bisschen nochmal über die Map kommen. Dann bauen wir hier tatsächlich die Sachen halbwegs fertig, dass es schön aussieht. Dann sorgen wir dafür, Bonfeuer, Lichter müssen wir aufstellen. Dann werden wir alles einmal anzünden, Lichter festmachen. So ganz grob, ne? Ist natürlich jetzt schnell erzählt, sind aber einige Folgen bis dahin noch. Hier, das ist saugemütlich. Okay. War jetzt halt eine kleine Doppelrunde mit Feinheiten ausbauen, mit oben ein bisschen ausbauen. War notwendig. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder zur Bergfest-Folge. Dann haben wir wieder Mittwochs. Dann gehen wir ein bisschen unterwegs. Schauen wir ein bisschen noch, dass wir noch ein paar Tools rankriegen. Feuer müssen wir auf jeden Fall besorgen. Alkohol halt. Nicht Feuer, ich sage immer Feuer. Und dann mache ich jetzt aus. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich einfach nicht so weit gekommen bin, wie ich gedacht habe mal wieder. Aber so ist es halt, ne, mit meinen Plänen. Ich freue mich auf morgen. 19 Uhr bin ich wieder da, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.